Du willst endlich die Reittierfunktion in Diablo 4 freischalten und eins oder sogar alle von den 32 verfügbaren Reittieren bekommen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Stefan Fuchs, der Platin-Spieler, und in diesem Video zeige ich dir, wie du die Reittierfunktion freischaltest und was du tun musst, um an die 32 zusätzlichen Pferde ranzukommen. Los geht's! Selbst heute noch fragt nahezu täglich jemand in unserem Clan-Chat, wie man eigentlich die Pferde freischalten kann oder wie man die Reitfunktion überhaupt erstmal in Diablo 4 bekommt. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, weil das Freischalten der Reitfunktion relativ versteckt ist und hier alles andere als offensichtlich gemacht wird. Wie lange du ungefähr brauchst, um die Reitfunktion freizuschalten, lässt sich hier relativ schwer sagen, weil manche Spieler haben das schon nach 5 bis 10 Stunden freigeschalten und andere sind nach 50 bis 60 Stunden noch meilenweit davon entfernt, erstmals mit Reittieren durch Sanctuary durchgaloppieren zu können. Das liegt einfach daran, weil du die Reitfunktion nur durch Story-Fortschritt bekommst. Als allererstes musst du alle drei Hauptkapitel durchgespielt haben, damit überhaupt erst einmal der Kapitelstart von Kapitel 4 angezeigt wird. Direkt am Anfang von Kapitel 4 bekommst du die Aufgabe, mit Donen in der Kathedrale von Kiowastadt zu sprechen. Und genau an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen verzwickt. Hier hätte man es definitiv im Spiel deutlicher einblenden können oder einen zusätzlichen Nebenquest sofort triggern können. Du musst nämlich, bevor du mit dem Hauptquest weitermachst, in der Kathedrale von Kiowastadt noch einmal mit Donan sprechen. Wenn du genau an dieser Stelle hier den Hauptquest nicht sofort weiterspielst, sondern erstmal mit Donan sprichst, dann sagt er dir, dass du zum Stall gehen sollst und er dort ein Pferd für dich parat hat. Genau das machst du auch und dadurch wird jetzt hier die Reitfunktion in-game freigeschalten und ab diesem Zeitpunkt kannst du auch super seltene Drops in der Welt bekommen, um neue Reittiere oder Reittierrüstung freizuschalten. Zu diesem Zeitpunkt wirst du jetzt höchstwahrscheinlich erstmal nur ein Reittier freigeschalten haben. Falls du natürlich die Spezialedition gekauft hast, dann hast du hier ebenfalls Zugriff auf das rote Höllenross, was es da als Belohnung mit bei der Edition dazu gab. Um weitere Reittiere freizuschalten, redest du jetzt hier einfach noch einmal mit dem Stall und wechselst den Tab von Stall zu Händler. Dadurch werden dir jetzt hier mehrere Pferde angezeigt, die du für einige wenige Goldmünzen kaufen kannst. Und glaub mir, die Goldmünzen, die das hier kostet, sind echt nichts im Vergleich zu dem, was später noch auf dich zukommt. Hier habe ich sogar noch einen ganz besonderen Tipp für dich. Du kannst hier beim Händler auch eine Reittierrüstung freischalten, die extrem viel Geld kostet. Also bei mir ist es aktuell so, dass die Rüstung 4,5 Millionen Gold kostet. Aber das Lustige an diesem Preis ist, dass der Preis tatsächlich von dem Level deines Charakters abhängig ist. Wenn du also direkt einen neuen Charakter erstellst, zu den Stallungen hingehst und da auf einem sehr niedrigen Level mit dem Händler sprichst, dann bekommst du hier diese zusätzliche Reittierrüstung schon für 20.000 Goldstücke, was deutlich günstiger ist. Zu diesem Zeitpunkt hast du jetzt also hier im Spiel die Möglichkeit, 3 bis 4 unterschiedliche Reittiere freizuschalten. Wobei das eine Reittier natürlich davon abhängig ist, wie viel Geld du für deine Edition des Spiels ausgegeben hast. Um die zusätzlichen Reittiere freizuschalten, musst du ab diesem Zeitpunkt jetzt einfach die Welt von Diablo 4 bereisen und so viele Events wie nur irgendwie möglich spielen. In sämtlichen Gebieten der Welt können nämlich 3 bis 4 unterschiedliche Reittiere einfach zufällig als Monsterloot oder aus Truhen gedroppt werden. So kannst du zum Beispiel in Kirgisistan die Blutküstenstute bekommen, in den Gipfeln die fahle Stute oder in den Trockensteppen die staubige Stute. Nahezu alle dieser Reittiere sehen sich relativ ähnlich, was aber einfach dadurch bedingt ist, dass das unterschiedliche Arten und Gattungen von Pferden sind. Manche dieser Reittiere können auf der gesamten Welt freigeschalten werden und manche sind wirklich an ein bestimmtes Gebiet geknüpft. Von daher ist hier wirklich das Einzige, was du machen kannst, so viele Events wie nur irgendwie möglich spielen, ganz viele stille Truhen aufmachen, weil da drin die Chance natürlich nochmal ein Stückchen höher ist und natürlich Gegner killen und killen. Ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, dass insbesondere Schatzgoblins gerne mal Reittiere oder Reittierausrüstung droppen.
Aber leider gibt es hier natürlich keine Abkürzung. Das Einzige, was hilft, ist, so viel wie möglich zu spielen und so viele Kisten wie nur irgendwie möglich aufzumachen. Neben diesen zufallsbasierten Reittieren gibt es aber noch einige, wo du wirklich was direkt dafür machen kannst und wo du darauf hinarbeiten kannst, das Reittier irgendwann freizuschalten. So ist es zum Beispiel mit der blutigen Stute. Die schaltest du frei, wenn du insgesamt 100.000 roten Staub in den PvP-Gebieten zusammensammelst. Das klingt jetzt im ersten Moment natürlich relativ viel, aber keine Sorge, innerhalb von einer halben Stunde habe ich ungefähr 1000 bis 2000 Staub bekommen und das ohne PvP zu spielen und ohne wirklich direkt danach zu farmen. Es ist also nichts, was innerhalb von 10 Minuten machbar ist, aber definitiv auch nichts, wo du Monate dran sitzt. Zusätzlich gibt es noch 3 Reittiere, die du aktuell nur über den Shop freischalten kannst. Das sind zurzeit Ingot, Liat Icehold und der Triune Charger. Ein weiteres Reittier, nämlich den Primal Instinct, bekommst du, wenn du mindestens 2 Subs an ausgewählte Streamer im Eventzeitraum vom 5. Juni bis zum 2. Juli verteilst. Und ganz zum Schluss kommen wir noch zu einem ganz besonderen Reittier. Du kannst nämlich ein Geisterpferd freischalten, wenn du den Außenposten Khor Dragan eroberst und dort dann an dem Weltevent Versammelte Legionen erfolgreich teilnimmst. Was heißt sie erfolgreich teilnehmen? Naja, dass das Event komplett abgeschlossen wird. Das heißt, dass alle 3 Unteroffiziere besiegt werden und dann zum Schluss auch noch der Boss besiegt wird. Das ist gar keine so einfache Aufgabe, insbesondere dadurch, dass hier über Sieg oder Niederlage nicht nur deine eigene Performance, sondern auch die Performance deiner Mitspieler entscheidet. Die Legions-Events kannst du nämlich nicht alleine gewinnen oder alleine durchspielen. Hier bist du zwangsläufig auf die Hilfe von Mitspielern angewiesen. Deswegen bietet es sich hier wirklich an, in einem aktiven Clan mitzuspielen und in deinem Clan nachzufragen, ob dir die Leute bei einem Legionsevent in Khor Dragan helfen können, wenn du auf dieses Reittier hier scharf bist. Im Moment kann ich hier leider keinen Platz in meinem Clan anbieten, weil der schon rappelvoll ist. Also man kann nur 150 Leute in einem Clan haben und wir haben da schon 150 täglich aktive Spieler drinne. Wenn dein Clan es aber nicht schafft, die Legions-Events erfolgreich durchzuspielen, dann komm gerne mit auf unseren Discord-Server und frag da nach Hilfe. Ich bin mir sicher, dass die Leute aus unserer Community dir trotzdem sehr gerne weiterhelfen werden. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es noch weit mehr Reittiere als die bisher bekannten 32 Stück im Spiel gibt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es zukünftig noch viel mehr Reittiere geben wird. Ich wünsche dir aber trotzdem schon mal ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken und beim Freischalten deiner Reittiere. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!